Guten Morgen, es ist 6:30 Uhr am Morgen, ich bin in Genf. Ich habe gerade eine phänomenale Dusche genommen. Es ist unglaublich, was eine Dusche am Morgen kann anrichten kann mit einem. Und die Dusche ist aber auch, es ist ein wunderschönes Airbnb hier. Die Dusche ist auch der Grund, wieso ich hier nicht mehr wieder hinkomme. Ich zeige es euch schnell mal. Ich genieße es sehr, am Morgen unter der Dusche zu stehen, mich einfach von Wasser berieseln zu lassen. Sehr entspannende Angelegenheit. Das ist hier leider nicht möglich. Kein Duschvorhang. Ich wollte eigentlich gerade die Wohnung verlassen. Ich habe noch ein Glas Wasser getrunken. Da sind wir in der Küche. Hübsche Küche. Bis ich entdeckt habe. Das ist der Innenhof hier von dem Airbnb, wo ich bin, in Genf. Dort oben hat es ein Netz und dort drin. Dort oben hängt der Phantom-Drohne. Pure Zufall, dass ich das gesehen habe. Relativ schwierig zu holen. Zum heutigen Tag. Der heutige Tag ist in drei Städten. Ich schaue, dass ich überall ein bisschen etwas mitnehmen kann im Video. Ich habe zuerst Meetings in Genf. Anschließend auf den Mittag fahre ich nach Lausanne. Lerne dort eine wichtige Person kennen vom neuen Geschäft, das ich arbeite. Ich habe letzte Woche einen neuen Job angefangen. Und anschließend nach Wallisellen, Auto holen und dann nach Basel, wo der Tag aufhört. Eine ganz gute Situation momentan. All meine alten Freunde sind dort Hochzeit in der Schweiz. Egal woher sie kommen, von New York bis Kuala Lumpur, Wien etc. Und dann haben wir einen schönen Abend zusammen. Ich muss sagen, ich vermisse mein Sabbatical schon ein bisschen. In den letzten 10 Wochen mit der ersten Drohne, die ich gekauft habe, die ich versenkt habe, habe ich in diesen 10 Wochen 133 Flüge gehabt. Das heisst, ich glaube, auf dem 134. habe ich sie versenkt in Zürichsee. Das wird mit dem neuen Job wahrscheinlich nicht mehr so oft passieren. Das ist einer der ersten Uber-Fahrer, den ich jetzt hier getroffen habe, der nicht plaudern wollte, nichts erzählen wollte. Und er hat auch nicht geholfen. Ich mache es relativ simpel. Wenn jemand hilft und zuvorkommend ist und einen Top-Service bringt, dann gebe ich Trinkgeld und sonst nicht. Ganz schöne Sache hier. So, wieder im Büro. Das heisst, ein paar Stunden Meeting und dann ab nach Lausanne. Bis spät. Meetings sind erledigt. Uber wartet schon unten, bin spät. Und dann ab zum Bahnhof. Ich hoffe, das reicht für den Zug. Es wird wieder einmal sehr knapp. Ach, ich bin so los, ich mach dir. Hallo! Ich bin Garouche. Der Zug ist in 10 Minuten. Voilà. Normalement, là, il m'affiche, dans 10 Minuten, on sera à la gare. Und mein super Uber-Fahrer versucht mich jetzt anzubringen, in time. Hat leider nicht gelangt, 12 ab, aber 19 abbekomme ich. Sehr netter Uberfahrer. Très gentil, merci. Merci. Voilà, monsieur, bon voyage. C'est pas nécessaire, monsieur. Pourquoi c'est nécessaire? Vous êtes très très gentil. Ah, c'est gentil, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Abfahrt. Das könnte ein potenzielles Problem geben. Ja, terminus. Tout le monde descend, s'il vous plaît. Tout le monde descend. Alle Menüs steigen. Ja.
eben eine grosse Polizeipräsenz hier. Das sind schon etwa die 10. Polizisten, die ich hier gesehen habe in ganz kurzer Zeit. Jetzt muss ich schauen, wo ich hin muss, ins nächste Meeting. Merci beaucoup. Au revoir. So, Meeting und dann ab nach Zürich. Nein, Wallisellen, dann Basel. Meeting fertig und schon wieder Sport für den Zug. Eieiei. Immer das gleiche Theater. Bonjour! Jetzt hat etwas, wo der Fahrer nicht weiss, was es ist. Sieht aber aus wie eine Wireless Charging Station. Ich mag ja Genf sehr, aber auch Lausanne ist eine sehr schöne Stadt. Das Wenige, was ich bis jetzt gesehen habe. Auch eine Reise wert. Hallo? Die Schweizer sind einfach sehr, sehr lustig. Mittlerweile, wenn man so mit einer Kamera rumläuft, dann tun sie einem Hallo sagen, aber wenn es darum geht, vor der Kamera zu stehen, dann hauen sie ab. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Greenpeace. Alors, c'est pour quelle chaîne? Ça, c'est YouTube, mon canal. Ronny Block. Von den besten Institutionen in der Schweiz, ein weissdeckes Zugrestaurant. Ich bin immer wieder begeistert, was sie hier liefern. Ich würde ganz gerne die ruhige Minute hier nutzen, um eine kleine Zusammenfassung machen vom Uber-Projekt. Ich habe gesehen, dass das Uber-Projekt mittlerweile ganz viele zusätzliche Views bekommt, auch viele Kommentare. Und ich würde gerne meinen Standpunkt zum Thema preisgeben. Wir haben jetzt heute gesehen und gestern, dass ich sehr viel Uber benutze. Ich bin ein absoluter Verfechter vom Konzept. Was in dieser fünfteiligen Story nicht so ganz rausgekommen ist, ist, Uber will unser Mobilitätsverhalten verändern. Das heisst ganz einfach, der Preis muss so klein sein, dass wir, wenn wir in den Ausgang gehen, essen gehen oder sonst irgendwo gehen, ganz einfach Uber bestellen und nicht unser Auto nehmen. Nicht das Parking-Ticket zahlen in Zürich, wo es sonst keine Parkplätze gibt. Taxis sind entsprechend teuer, weil gemäss Aussagen aus der Taxibranche Taxis 70% der Zeit stehen, also nur 30% fahren. Die Idee von Uber ist, die Preise so günstig zu machen, dass entsprechend die Autos viel mehr fahren als die 30%. Idealerweise genau das Umgekehrte. Weil dann haben wir einen Preis, der wirklich so günstig ist, wo praktisch jeder aufs Auto kann verzichten oder eine Alternative hat zum ÖV, wie ich es jetzt gerade nutze. Das ist der Plan. Und wenn das aufgeht, dann verändert das nicht nur das Mobilitätsverhalten, sondern auch die Situationen in der Stadt. Stichwort Parkplatz, wo überall fehlen. Stichwort Umweltschutz, weniger Auto, wo wir fahren etc. Da kann sich jeder selber ausdenken, was das alles für Einfluss hat. So, ich bin angekommen in Wallisellen, das Auto gerade in Empfang genommen. Und bin parallel dazu der Vlog 39 von heute am Aufladen. Mache mich jetzt auf den Weg auf Basel, treffe meine Freunde und tue mich von euch verabschieden. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung wie, aber ich habe das Ding gelöscht, die Datei vom Vlog 39, der gerade am Aufladen war. Nicht auffindbar. Jetzt bin ich wieder am Rendern und dann bin ich wieder aufgeladen. Unglaublich. Ich rede immer noch leiser innerhalb des Zugs als außerhalb, definitiv. Das ist irgendwie komisch mit all den Leuten hier drumherum. Ich hoffe, das Mikrofon hat sich gut aufgenommen. Sobald regelmäßig und mit wirtschaftlichem Erfolg Fahrten durchgeführt werden. 25-30%. Ich bin doch nicht blöd, darum kaufe ich am meisten beim Jumbo.